Schon 3000 vor Christus im alten Ägypten hatte Imkerei ihre erste Blütezeit. Berufsimker Herbert Rappel führt diese Tradition fort. Monatelang haben seine Bienen Blütennektar gesammelt und zu süßem Honig verarbeitet. Dieser Sommerhonig kann nun geerntet werden. So, das ist die erste schöne Wabe, die richtig schön weiß verdeckelt ist. Mit diesem Bürstenkasten fege ich mit 2-3 Wischern die Bienen recht schnell runter, das ist eigentlich sehr schonend. Die gebe ich jetzt wieder dem Volk zurück. Während die Bienen zurück in ihren Stock strömen, sorgt Herbert Rappel dafür, dass der Honig von der Wabe ins Glas kommt. Per Handarbeit. Rund 90 Bienenvölker hat der Imker in diesem Jahr. Jeder Stock produziert zwischen 25 und 30 Kilo des flüssigen Golds. Und jetzt kommen die Waben von draußen hier auf den Entdeckungstisch. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die ganzen Waben verdeckelt sind und jetzt müssen wir diese Deckel hier entfernen. Also in diesem Schritt hier ernte ich 3 verschiedene Arten von Honig. Die Masse ernte ich über Schleudern und über die Maschine unterhalb des Entdeckungstisches ernte ich einen Tropf Honig. Das ist also der Honig, der direkt aus der Wabe hier raus rinnt. Naturbelassen, so wie ihn die Bienen auch vorfinden, und eben den Presshonig. So, die entdeckelten Waben, die stellen wir hier in die Körbe rein und werden sie dann starten und sauber ausschleudern lassen. Das Frühjahr war gut, da hat man nur Bienen rausstellen müssen und man hat Honig geerntet, aber der Sommer ist eher mau. So, das ist jetzt der frisch geschleuderte Honig, der mit allen Wachsteilchen noch hier aus der Schleuder kommt, geht bei mir zuerst durch ein Grobsieb. Den Geschmack und die Farbe macht einfach die Blüte aus. Also das Mix an allen Blüten, was die Bienen angeflogen sind. Also die Umgebung und alles, was sie dort eintragen in der Zeit zwischen Honigraum aufsetzen und Honigraum runternehmen, macht diesen Geschmack und diese Farbe aus. 24 Stunden nach dem Schleudern wird der Honig ohne Erhitzen oder Rühren in Gläser abgefüllt. Rund 100 Stück sind der Ertrag eines Bienenstocks. Der Inhalt? 250 Gramm reinster Honig, rund 100.000 Flugkilometer der Bienen, ein traditionelles Handwerk und ein zuckersüßes Abbild der Region.